Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von der Stroms Ursachen, wieder mal mit einer Magazinausgabe von YouTube, dem Magazin, Ausgabe 16. Und die beinhaltet eine, wie ich finde, leider ein bisschen verpasste Chance, dann Wellness für Uhren in Anführungszeichen oder sonstiger Blödsinn, den man so vor Weihnachten kaufen kann. Und wir haben die zweite Frage zum Weihnachtsuhrenquiz von und mit Herr Stroms Ursachen und mit Laco. Das alles nach diesem Intro. Und ich sagte noch zum Tontechniker, mach doch mal ein bisschen Weihnachtsmusik hinten dran. Das versteht mein ehemaliger Tontechniker, also unter Weihnachtsmusik. Kommen wir zum ersten Thema. Das erste Thema, wie immer, vorab sind Grüße. Und zwar möchte ich diesmal grüßen, und das kommt wirklich, wirklich von Herzen, alle Postboten, alle Kuriere, alle, die die Pakete schleppen müssen, auf den letzten Drücker, die dann noch irgendeinen Anschiss kriegen, warum es nicht gekommen ist, warum sie so flott wieder wegfahren, warum sie kein Gespräch halten, warum ihnen der geöffnete Bademantel der Hausfrau vollkommen wurscht egal ist. Das geht genauso als Gruß, genauso wie an alle Kassiererinnen, Verkäuferinnen, Berater, alles, was in den Geschäften im Moment auf dem Beinnetz ist, trotz Corona, und sich wirklich bemüht, da auch noch ein bisschen in den normalen Handel ein bisschen Leben reinzukriegen, ein bisschen Menschlichkeit reinzukriegen. Das ist vor Weihnachten schwer, in der Hektik, in den pandemischen Zeiten, allem, was wir haben. Sie machen das alle super, wirklich. Mit vielleicht der einen oder anderen Ausnahme, aber wurscht, ansonsten machen es alle super. Deswegen meine Grüße an Sie, sonst würde Weihnachten überhaupt gar nicht erst stattfinden und gar nicht erst laufen. So, das so weit vorweg. Wie gesagt, wir haben YouTube, das Magazin, ein paar interessante Themen, dabei vor allen Dingen ein Thema, was von vornherein für mich Fragen aufgeworfen hat. Ich hätte vielleicht gar nicht so sehr hingeguckt, wäre das nicht vom Uhrenhersteller aufgebracht worden, den ich eigentlich sehr mag, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe, was auch das Weihnachtsquiz anbelangt. Und jetzt vor einigen Wochen kam das auf den Markt, ins Netz, in die Presse, und zwar ist das die Hanha CXD. Die Uhr gibt es in dieser Form gar nicht, die Uhr wird es vielleicht auch in dieser Form überhaupt gar nicht geben, denn es ist der erste, ich muss es ablesen, weil es ist wirklich kompliziert und ich will nichts falsch machen. Es ist der erste hybride Uhren-NFT der Welt, den Sie auch mit Kryptowährung bezahlen können. So, da waren für viele von uns der älteren Semester, die Ü50, schon so ein paar Dinge drin, bei denen man erstmal sagen muss, what? Ein NFT. NFT ist so der heiße Scheiß, der seit ungefähr einem Jahr überall durch die Presse geht. NFT, Non-Fungible Token, wie es aus dem Englischen kommt, heißt eigentlich übersetzt nicht ersetzbarer, digital geschütztes Objekt. Also nicht ersetzbar. Es wird meistens im Kunstbereich benutzt, denn NFT ist eine vollkommen willkürliche Handelsware, die digital erstellt wird. Ein kleines Piktogramm, ein Gepixel, ein digitales Gemälde und, bei dem Sie jetzt nicht nur das Gemälde an sich und das, was es digital gibt, den Datensatz erhalten, sondern auch alleiniger und einziger Inhaber dessen sind. Stellen Sie sich das so ein bisschen vor, so habe ich es verstanden, das mag jetzt sein, dass nicht ganz, ganz fachmännisch erklärt ist. Sie kaufen sich jetzt nicht eine Platte von den Beatles, sondern Sie kaufen sich die Rechte an den Beatles-Songs, die auf der Platte drauf sind. Sie sind in dem Moment Besitzer der Beatles, also zumindest von den Songs, nicht nur von der Platte. Sie haben also alles, was damit zu tun hat. Das funktioniert natürlich am einfachsten in der digitalen Welt. Diese Rechteübertragung, die auch über Blockchain abgerechnet, verbrieft, hinterlegt und bezahlt wird, über Kryptowährung und. Für viele, viele nicht zu durchschauen. Ich finde so ein bisschen das, was ich gerade vorhin gesagt habe, so der heiße Scheiß, wirklich vollkommen teilweise überhitzte Anlageprodukte, Spekulationsobjekte, vollkommen wild, dass man kleine Pixelbilder für $50.000 verkauft, damit irgendjemand aufsteht und sie dann für 70 nochmal kauft und dann für 100 weiterverkauft und so weiter. An sich ein spannendes Thema. Vor allen Dingen bin ich drüber gestolpert, was macht denn jetzt Hanha damit? Das heißt, es gab diese Uhr, die es eigentlich gar nicht gibt, die CXD, wenn Sie das nebeneinander geschrieben sehen, ist so ein bisschen das
Unendlichkeitszeichen. Diese Uhr, wie Sie sie dort sehen, ist im Moment ein reines Rendering, also eine reine Animation, eine reine Computergrafik. Und Sie können natürlich, wie es heute so üblich ist, über eine Auktion dann, Sie konnten, die Auktion ist schon gelaufen, Sie konnten über eine Auktion sozusagen dieses NFT dann auch erwerben. Und das Ganze ist über den Tisch gegangen. Die Auktion war ist vor 2, 3 Wochen zu Ende gegangen. 44.625 Euro. Der Grundpreis für die Uhr 37.800 Euro. Das ist der Grunderstellungspreis für diese Uhr. Sie haben also diesen NFT erworben, diese eine Person, die es erworben hat und hat jetzt dieses Recht, an allen Entwürfen, an allen Ideen und auch diese Uhr herstellen zu lassen. Und zwar von Hanhard. Und auch mitzureden, wie diese Uhr aussieht. Das hier sind jetzt, und die Summe, die ich gerade vorhin genannt habe, 37.800, das der Preis der Uhr, der Erstellungspreis, so wie es da aussieht, mit diesen vielen verschiedenen Glasfacetten. Sie können aber auch sagen, oder der Besitzer kann sagen, ich hätte das gerne jetzt mit einem Platingehäuse und das Ganze noch DLC-beschichtet, ein DLC-beschichtetes Platingehäuse. Sensationell, würde ich auch gerne machen. Wir machen da drin jetzt irgendwelche, was weiß ich, diese blauen Steine, wie heißen die, Blue Curaçao, oder wir machen da Diamanten rein oder sonst was. Das ist dann 37,8 der Grundpreis, kann natürlich auch gerne nachher 200.000 kosten. Dann habe ich dann mal bei Hanna nachgefragt, weil es mich interessiert, weil wir uns ein bisschen kennen. Dann habe ich bei dem Geschäftsführer Felix Wallner nachgefragt. Da habe ich gesagt, sagen Sie mal was dazu. Ich habe es gar nicht so ganz kapiert. Ich finde es aber sehr, sehr spannend, weil es so ein Traditionshersteller mal einen ganz neuen Weg geht. Hat er mir eine kurze Mail geschrieben, ich möchte daraus zitieren. Felix Wallner schreibt: Mitte des Jahres wurden wir kontaktiert von Time to Token, einem Unternehmen, das sich auf NFTs spezialisiert hat. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht einmal, was ein NFT ist. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr ehrlich hier nicht die große Kralle zu machen, wollten wir schon immer machen seit 20 Jahren, sondern man kam dazu so ein bisschen wie der Uhrenhersteller zum Kind. Wir haben das Thema intern auf und ab diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es nur machen wollen, wenn an den NFT auch die Möglichkeit geknüpft ist, die Uhr fertigen zu lassen. Wir wollen kein reines digitales Kunstwerk schaffen, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Digitale mit der Übertragung, der eine Datensatz, der nur für Sie da ist. Ein modernes Uhrendesign wollten wir immer schon einmal ins Leben rufen und das ist es nun wirklich. Nachdem wir erfahren haben, ich hoffe, das spricht sich so aus, Farnham, als renommiertes Auktionshaus für die Idee gewinnen konnten, war klar, dass wir in die Umsetzung gehen. Was wir uns erhoffen, habe ich ihn gefragt, was wollt ihr damit? Dass wir die Uhr produzieren dürfen. Klar, das wäre natürlich ein tolles Ding. Das wäre für uns eine riesige Herausforderung, da wir ein derartiges Modell noch nie hergestellt haben. Auch bei anderen Herstellern kenne ich keine vergleichbare Uhr. Das stimmt allerdings. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich habe sie gesehen und sie hat mich schon an das ein oder andere Uhrenmodell von kleineren Herstellern erinnert. Die Turbine-Modelle, ich glaube von Perrelet, die dann so ähnlich aussehen. Interessantes Design. Jetzt habe ich am Anfang davon gesprochen, verpasste Chance. Erstens, was ich gut finde, das Positive, ein Unternehmen aus einer der ältesten Traditionshandwerk, also der Uhrmacherei, setzt sich wirklich mit solchen modernen Vertriebswegen, modernen Konzepten wie NFT auseinander. Non-fungible Token, was man damit machen kann, wie das mit den Rechten aussieht, dass man es weitergeben kann, welche Chancen dafür offen sind. Aber ich glaube, es wird dann einfach auch nur ein bisschen als PR-Aktion gesehen, weil als solches wird es natürlich wie jede Sau durchs Dorf getrieben. Und die verpasste Chance sehe ich so ein bisschen dran, dass diese Uhr halt aussieht wie alles Mögliche, nur nicht wie Hanhard. Wäre der Hanhard-Schriftzug nicht drauf, es könnte wirklich alles sein. Machen wir das Ganze noch ein bisschen aufwendiger, machen wir es noch ein bisschen protziger, überdimensionierter. Dann kann es auch irgendeine Hublot Big Bang sein oder irgendein Audemars Piguet Royal Oak Offshore Sondermodell, keine Ahnung was. Was mir dabei fehlt, die Idee finde ich prima, aber was mir dabei fehlt, ist einfach, es sind die Hanhard-Gene,
die nicht in dieser Uhr drin sind. Ich fände es toll, dieses Design, was ich persönlich sehr mag, auch die Flieger und alles, was damit zu tun hat, auch die tollen Sondermodelle, die sie in letzter Zeit rausgebracht haben, diese Gene, die viele Hanhards haben, und wenn es nur, ich sag mal so, der rote Drücker ist, der findet sich hier nirgendwo wieder. Warum nicht? Warum ist der nicht da? Warum ist dann das, na, es sieht nicht aus wie ein Capuchon auf der Krone, aber warum hat es nicht eine gewisse Reminiszenz wirklich auch an Hanhard? Das finde ich sehr schade. Nachher natürlich zu sagen, pass auf, lieber neuer Besitzer, du kannst mit dem Ding sehr, sehr, sehr viel machen, aber folgende Grundvoraussetzungen müssen einfach noch bleiben. Es muss eine Hanhard sein, es muss dieses Erkennungsmerkmal haben, es muss jenes Erkennungsmerkmal haben. Das wäre also schon super. Finde ich letztendlich sehr schade. Ansonsten gute Idee, und vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Aber ich glaube es nicht. Ich habe es doch versucht. Ich bin noch jung. Ich kenne mich doch mit solchen Sachen aus. Wie gesagt, wenn Hanhard dazu eine andere Meinung hat, gerne her damit. Spannende Geschichte. Mal gucken, was daraus wird. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, wenn diese Uhr wirklich gebaut wird, weil der NFT ist auch an einen bestimmten Zeitraum gebunden. Ich glaube, ein Jahr, dann verfällt das Ganze. Also bis dahin muss dann gebaut werden, muss alles übernommen werden, etc., etc., etc. Wie heißt das Wort? Etc., etc. Ich halte Sie auf jeden Fall mal auf dem Laufenden. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, jetzt kommen wir vom NFT. Jetzt kommen wir davon zu etwas anderem Tollen. Und zwar dazu, zu Max Wilsdorf. Max Wilsdorf lief mir auch so bei Facebook, glaube ich, irgendwo in den sozialen Netzwerken so als Werbung über die Füße, weil ich natürlich durchaus uhrenaffin bin. Und dann, Sie wissen ja, es ist ja die Sauerei und der Algorithmus bei Facebook, dass man dann immer genau die Werbung reingespielt kriegt, für die man sich dann angeblich interessiert. Bei mir sind es nun mal Uhren. Und auf einmal hatte ich das da, Max Wilsdorf. Und ich dachte, Max Wilsdorf. Was ist das denn? Das ist ein Max Wilsdorf Chronopen. Der Max Wilsdorf Chronopen. Ich zeige Ihnen den, also absolut nicht zu verwechseln mit Hans Wilsdorf. Also Hans Wilsdorf, das ist der Mann, den Sie vielleicht kennen, der hat Rolex erfunden. Das ist Hans. Ja, das ist Hans. Das andere ist Max. Max Wilsdorf. Max Wilsdorf und der Chronopen. Das Ganze hat mich dann auf eine Internetseite geleitet. Ich muss dann hier mal umschalten. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Internetseite und dachte schon, boah, das ist ja doch schon richtig, richtig uhrenaffin. Schalten wir das hier mal um. Jetzt sind wir auf der Seite von Max Wilsdorf. Warum das auch immer so heißt. Und zwar gibt es hier diesen Max Wilsdorf Chronopen. Und wie Sie das hier erkennen, für 49 Schweizer Franken. Mit diesem Chronopen können Sie Ihre Uhr reinigen. Also das ist dieser Pen. Und da oben kommt dann, wie gesagt, Flüssigkeit raus mit diesem Pinselchen. Und dann können Sie Ihre Uhr säubern. Und das sind 30 Milliliter Swiss-Made Uhrenreinigungslösung, so wie es hier steht, ein weicher Bürstenkopf. Und das Ganze ist natürlich ideal für Edelstahl, Gold, Platin, Bronze, Carbone und so weiter und so weiter. Also ich bin hier weiter auf der Seite. Bronze, Carbon, Keramik sowie andere Teile außer Vierglas, Diamanten und Kautschuk. Das ist halt ein der absolutes Wundermittel, was Sie hier haben, was super ist. Das ist, also enthält keine aggressiven Chemikalien und Schleifmittel. Was es generell enthält, wird nie genannt. Das ist ein Reinigungsmittel und ist für die sanfte Pflege und Reinigung und ermöglicht bis zu 60 Anwendungen. Unser Max Wilsdorf Pen. Da habe ich mir gedacht, es gibt da noch ein schönes weiteres Bild. Hier sehen Sie auch so ein bisschen die Anwendung. Große PR-Kiste, und es gibt auch den einen oder anderen Shop, außer der von Max Wilsdorf, der dann dieses Produkt auch verkauft. Und da sehen Sie auch ein bisschen die Anwendung. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja mal richtig groß, 30 Milliliter. Für mich sieht das so auf diesem Bild aus wie so eine Shampoo-Flasche, also in dieser Größe. Bis mir dann auffiel, und wie viel sind eigentlich 30 Milliliter? Das
Und dann ist mir das in die Hände gefallen. Das ist nicht von Wilsdorf, sondern das ist von Beiersdorf. Ich möchte keine Werbung machen. Das ist Nivea for Men Fresh Kick. So eine kleine Reise, diese kleine Reisefläschchen, das sie dann mitnehmen in Flieger oder wenn sie irgendwo hinfahren. Und das sind 50 Milliliter, also fast doppelt so viel. Das stellt das Ganze mal wieder ein bisschen, man kann es ja hier im Größenvergleich nebeneinander stellen. Scherz. Das sind 50 Milliliter und dann wären 30 Milliliter letztendlich, ich sag mal, ungefähr so viel. Was können Sie dann damit machen? Sie können damit Ihre Uhr reinigen und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Mittelchen und das ist frei von allen möglichen Zusatzstoffen und das ist sanft und ein kleines Bürstchen, alles was damit zu tun hat. Was immer so ein bisschen implementiert, dass dann Ihre, ich sag mal, Rolex Deep Sea oder dass Ihre Omega Seamaster, die sind ja auch so empfindlich, wenn Sie sich den Stahl angucken von Rolex, 47 Millionenfach gehärtet. Da muss man schon mit einem weichen Schwämmchen dran gehen, um den zu reinigen und so ein Pinselchen. Die GmbH sitzt in der Schweiz, ist in diesem Jahr erst gegründet worden. Übrigens besteht aus drei Gründern. Das ist das, was ich so nachlesen könnte. Niemand von denen heißt Max Wilsdorf. Ich würde mal gerne wissen, warum die Firma Max Wilsdorf heißt. Ob es jetzt wirklich nur ist, um das, was mir passiert ist, dass ich dachte, Wilsdorf, Wilsdorf, irgendwas dann mit Reinigungspen und Watchpen oder wie das Ding heißt, Chronopen. Hat das irgendwas mit Rolex zu tun? Nein, es steht auch definitiv auf der Homepage unten, dass die Max Wilsdorf GmbH überhaupt nichts mit Patek Philippe und mit Rolex und mit Gedöns, Gedöns, Gedöns zu tun hat und mit keiner Firma auf dem Uhrenmarkt. Ich frage mich nur, warum, wieso, weshalb. Gut, kann man nun mögen, kann man nun machen, diese leckere Geschichte um ihre Uhr zu reinigen. Wie gesagt, 49 Schweizer Franken, 60 Anwendungen ist schon eine Ansage. Ich wäre nicht Herr Strom, wenn ich Ihnen nicht Ihr Weihnachtsfest retten würde und sagen würde, passen Sie mal auf, ich habe eine sensationelle Alternative dazu. Und zwar habe ich mir das heute angeguckt. Das ist die Alternative dazu. Das sind 500 Milliliter Sensitivseife von Frosch. Ist eigentlich wurscht, egal von wem es ist. Es ist auch sensitiv, es ist hypoallergen und es ist frei von Mikroplastik und pH hautneutral und es ist naturnahe Kosmetik von Frosch oder von irgendeinem anderen Hersteller. Das sind jetzt 500 Milliliter und das langt immerhin für umgerechnet 1000 Anwendungen, Ihre Uhr zu waschen. Das hat heute gekostet mich 1,35 €. Jetzt sagen Sie, ja, natürlich, da ist jetzt hier kein Putzi-Putzi-Schwämmchen dran. Deswegen habe ich direkt noch gekauft eine Bamboo Toothbrush. Premium Bamboo Toothbrush. Und zwar Mother Earth sagt Thank you. Also in einer umweltfreundlichen Verpackung eine Bamboo Toothbrush. Guck mal, hier alles mit Papier verpackt, finde ich gut. Sieht aus wie Stäbchen. Da haben wir hier eine Zahnbürste aus nachwachsenden Rohstoffen. Die hat, glaube ich, 1,25 € gekostet, also zusammen noch keine 3 €. Bürstchen, das können Sie sich dann auch da so oben drauf nageln. Bürstchen und sensitive Reinigungsflüssigkeit, 500 Milliliter mit allem drum und dran. Sehe ich persönlich, die ist wirklich schön, die liegt auch gut in der Hand. Und mit einem kleinen Nilpferd drauf. Gucken Sie mal, ein kleines Nilpferd, sehen Sie das? Sehen Sie das? Sehen Sie nicht? Ich sehe es. Das ist die Hauptsache. Das wäre sozusagen meine Alternative zum Chronopen 1000 Wascheinheiten mit Bürste zu einem 15. des Preises von dieser großen Nummer mit einem tausendfachen mehr an Ergiebigkeit. So, das war jetzt mein Tipp, wie Sie mit ein bisschen selber basteln, auch diesen komischen Weihnachtswerbegeschenken entgehen. Und es gibt echt manchmal Dinge, wo ich denke, what?
Braucht das die Welt? Anscheinend braucht sie es. Wir haben jetzt abgearbeitet den Max Wilsdorf, den Hans Wilsdorf. Wir haben die Zahnbürste abgearbeitet. Wir kommen jetzt zu was Angenehmem, und zwar zum Weihnachtsrätsel. Das wunderschöne Weihnachtsrätsel, Weihnachtsquiz, das am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt. Das Weihnachtsquiz mit herrstromsursachen.com und Laco. Und zu gewinnen gibt es diese wunderbare Hanhard. Und zwar das Paderborn-Erbstück, was ich hier auch an meinem Handgelenk trage. Sie sehen es hier an meinem Handgelenk. Ich zeige es Ihnen mal ein bisschen genauer. Es ist natürlich so eine Uhr, so diese Erbstück-Kollektion. Wir gehen hier mal ein bisschen näher dran. Da muss ich aufpassen, dass ich da keine Macken und Kratzer dran mache. Scherz. Das Ding, deswegen heißt das Erbstück. Warum heißt es Erbstück? Weil es so aussieht, als hätte ich das schon in der siebten Generation geerbt. So sieht keine Uhr aus, die man selber auch nur 20 Jahre getragen hat. Deswegen heißt diese Serie Erbstück. Und das ist der Hauptgewinn im Weihnachtsquiz. Das ist eine Uhr. Hier ist dran, neben dem originalen Fliegerband, was dabei ist, ist jetzt hier dran ein Vintage-Band von Corigia im Wert von 200 Euro. Das gehört zu diesem Package dazu. Diese Uhr können Sie gewinnen, einen Hauptpreis von über 2000 Euro. Oder Sie können diese Uhr auch bei mir bald im Shop kaufen, wenn das Quiz losgeht. Inklusive zum selben Preis, zur ganz normalen unverbindlichen Preisempfehlung, allerdings inklusive dieses 200 Euro Bandes von Corigia. Und das gibt es nur bei mir im Shop und das auch nur begrenzt auf 3 Stück, die Sie dort in dieser Konstellation kaufen können. Ich trage die Uhr jetzt schon ein bisschen länger, also natürlich nur zu Aufnahmezwecken. Aber ich finde, sie trägt sich super. Es macht richtig Spaß und sowieso, ich habe sie mir mit Laco auch zusammen ausgesucht. Es mir wirklich super gefällt, weil das so ein Ding ist, was wirklich absolut meinen geschmacklichen Nerv trifft. Jetzt gehen wir mal davon weg und jetzt kommen wir zu der zweiten Frage. Es sind insgesamt 13 Fragen. Damit haben Sie 13 Lösungsbuchstaben, die Sie zusammengewürfelt zu einem neuen Wort zusammensetzen können. Dieses Wort hat dann auch wirklich etwas entweder mit dem Thema Uhren oder vielleicht sogar mit dem Thema Laco zu tun. Ich hatte in der letzten Ausgabe letzte Woche schon die erste Frage gestellt. Gucken Sie ruhig mal rein. Jetzt hier die zweite. Alle Fragen ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag mittags um 12 Uhr auch wieder in meinem Online-Blog herrstromsursachen.com. Dort sind alle Fragen aufgelistet, die Sie sich dann nochmal angucken können, die Sie rätseln können. Es macht viel Spaß, es ist durchaus komplex. Und Sie haben ja noch ein paar Tage zwischen den Tagen haben Sie ein paar Jahre Zeit, das Ganze zu lösen. Aber zumindest jetzt vorab schon mal die zweite Frage. Und die zweite Frage lautet: Laco pflegt als renommierter Hersteller von Fliegeruhren seit langem eine enge Verbundenheit mit vielen Flugenthusiasten in ganz Deutschland. Seit kurzem auch mit einem Verein, der seinen Namen von einer bekannten Persönlichkeit der Lüfter ausgeliehen hat. Dabei handelt es sich um den Roten Baron, Quax, den Bruchpiloten oder Charles Lindberg. Und Sie sehen, also die Lösungsbuchstaben heißen jetzt nicht Ück, sondern es ist entweder U, ein E oder ein K. Und damit hätten Sie dann schon mit der letzten Woche zusammen 2 Buchstaben zusammen. Gucken Sie sich das genau an. Wie gesagt, ist auch alles nochmal nachzulesen in meinem Blog ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag. So, wenn Sie generell noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, hätte ich noch einen kleinen Tipp für Sie. Und zwar mein Seminar, Herr Stroms Ursachenseminar Armbanduhren sammeln. Im nächsten Jahr, wir mussten jetzt leider das letzte Seminar absagen aus pandemischen Gründen. Ich habe es schon gesagt, aber im nächsten Jahr geht es weiter. Und zwar das Tagesseminar. Und wenn Sie für Ihren Liebsten oder für sich selbst oder für den uhrenbekloppten Vater noch irgendwas suchen, was Sie ihm schenken können, ein wunderbares Seminar zum Thema Armbanduhren sammeln. Wir bauen da keine Uhren zusammen, sondern wir unterhalten uns über das Sammeln, wie das geht, das Bewerten, das Anschaffen und, und. Es gibt dazu auch noch bald ein eigenes Video.
Das können Sie alles nachlesen unter herrensalon.de. Die Adresse ist auch unten. Dort ist das Seminar ganz genau beschrieben. Wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk. In dem Fall halt ein Gutschein. Und die Termine werden dann zeitnah, sobald wir wieder ein bisschen planen können, werden dann zeitnah ins Netz reingesetzt. Und dann würde es mich freuen, weil dieses Geschenk auch mir unheimlich viel Spaß macht. Nicht nur, weil ich damit Geld verdiene. Ja, ich verdiene damit Geld. Sondern, weil ich auch tolle Leute jedes Mal kennenlerne, freue ich mich ganz erheblich drauf. Wenn Sie das alles nochmal nachlesen wollen oder viele andere Dinge, wenn Sie mir eine Mail schreiben wollen, wenn Sie jemanden grüßen wollen, wenn Sie, keine Ahnung, ein spannendes Thema haben oder eine Frage, die ich Ihnen beantworten soll, unten laufen im Moment alle Informationen durch. So können Sie mich erreichen, auch den Herrensalon. Gucken Sie einfach mal rein, denken Sie an mein Weihnachtsquiz. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Freue mich drauf, wenn wir uns demnächst wiedersehen, und zwar zu einem Weihnachtsspecial. Das wird höchstwahrscheinlich an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag sehr, sehr besinnlich. Also das kann ich schon sagen. Ich habe in der Vorbereitung, war ich wirklich schon extrem besinnlich. Und das wird sehr schön. Dann sehen wir uns dann wieder. Ansonsten ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund. Damit Sie gesund bleiben, gehen Sie impfen oder boostern. Und ich freue mich drauf, wenn Sie mich wiedersehen. Bis demnächst. Ihr Bernhard Strohm.